In den letzten Wochen und Monaten haben sich die Märkte gesagt, na gut, die Zinsen sinken nicht so schnell, aber wir haben KI, wir haben ja ganz bombige Ergebnisse der US-Konzerne und der US-Wirtschaft, da brauchen wir halt keine Zinssenkung, da haben wir dann unseren Ersatz. Aber jetzt ist es eben so, dass diese Erwartungen sinkender Zinsen, Januar waren wir noch bei 7 erwarteten Zinssenkungen, dann waren es nur noch 6, dann 5, dann 4, dann 3 und jetzt sind es weniger als 3 und plötzlich scheint all das eine Rolle zu spielen, was vorher nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, nämlich die Sorge, dass die Fed weniger, vielleicht sogar überhaupt nicht die Zinsen senkt und gleichzeitig damit die Renditen steigen, also Geld immer teurer wird und teurer werdendes Geld ist normalerweise jetzt nicht so toll für die Aktienmärkte. Das ist das eine. Steigende Renditen und teures Geld ist normalerweise auch schlecht für Gold, denn Gold ist bekanntlich nicht verzinst. Wenn ich also am Kapitalmarkt gute Kapitalmarktzinsen kriege, hohe Kapitalmarktzinsen kriege, dann müsste eigentlich Gold in Relation dazu unattraktiver werden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind heute trotz Dollarstärke, trotz steigender Renditen auf ein neues Allzeithoch bei Gold gestiegen, während Bitcoin doch weitgehend abverkauft wird. Was ist da los? Ist das irgendwie ein Misstrauensvotum gegen die US-Notenbank Fed, weil die unbedingt vielleicht doch mal im Juni die Zinsen senken will, auf Geheiß von Janet Yellen und ihr Auftragnehmer Jerome Powell? Oder was ist da los? Muss Gold vielleicht dann auch ein bisschen Tribut leisten an die gestiegenen Renditen oder wird das Ganze jetzt so weitergehen? Warum steigt Gold, während Bitcoin fällt? Oft geht das ja in Tandem, weil man sich sagt, naja gut, die Zinsen sinken, das zumindest war ja die These in den letzten Wochen und Monaten, auch wenn man dann immer weiter von dieser Zinssenkungserwartung runter musste. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren, hier sehen wir die Zinssenkungserwartung. Unterer Chart. Es sind inzwischen weniger als 3 Zinssenkungen, die von den Fed Fund Futures eingepreist werden. Und oben sehen wir, dass die Inflationserwartungen hier erfasst von dem Cleveland Fed Inflation Nowcast Model immer weiter steigt auf jetzt über 3,5%. Und insgesamt bedeutet das, da die Fed ja bei den Dotplots zuletzt gesagt hat, naja, die meisten erwarten so um und bei 3 Zinssenkungen, dass die Märkte jetzt hawkischer sind als die Fed, also weniger Zinssenkungen erwarten als die Fed-Mitglieder bei ihrer Sitzung im März, auch wenn das damals eine ganz knappe Geschichte war bei den US-Notenbankern. Fast wäre diese Erwartung auf 2 Zinssenkungen runtergekommen in den Dotplots. However, wir sehen also, die Inflationserwartungen steigen, weil eben wir zum Beispiel gestern den ISM Einkaufsmanager-Index gesehen haben mit einer wieder sehr, sehr heißen Preiskomponente. Dazu haben wir steigende Rohstoffpreise, dazu haben wir steigende Benzinpreise in den USA. Und wenn man dann 1 und 1 zusammenzählt, dann kommt man auf 2 und 2 heißt relativ hohe und wieder steigende Inflation. Und das bei einer Fed, die in Gestalt ihres Chefs Jerome Powell ja eigentlich die Zinsen senken möchte, aber vielleicht nicht kann, wenn eben diese Teuerung so weitergeht. Gucken wir mal die Reaktion der Renditen an. 4,4%, das war das Hoch heute bei der 10-jährigen Anleiherendite, an der so ziemlich alles hängt. Da hängen Hypothekenzinsen dran. Das ist die Benchmark auch für Kreditzinsen insgesamt, Kreditkartenzinsen etc. Und wir sehen, das ist eigentlich nach oben ausgebrochen. Oft passiert dann Folgendes, ein Kurs, der nach oben ausbricht, wie wir hier über diesen Widerstand gesehen haben, bei 4,3%. Der kommt dann nochmal zurück, sitzt auf diesem ehemaligen gebrochenen Widerstand auf als Unterstützung und geht dann wieder nach oben. Das Feld wäre im Grunde jetzt charttechnisch frei bis 4,85%. Und das wäre dann ein bisschen unhübsch und gleichzeitig steigt Gold. Ich hatte dieses Paradox angesprochen. Hier sehen wir, wenn Sie sich mal diesen Chart anschauen, zwischen Gold und der invertierten 10-jährigen Anleiherendite in den USA, also genau andersrum ist sozusagen der Kursverlauf wie in echt, dann sehen wir, wenn die Renditen nach unten gehen, steigt normalerweise Gold und wenn die Renditen steigen, Geld also teurer wird, dann fällt Gold. Das hat sich komplett entkoppelt, wie sich ja die Anleiherenditen auch entkoppelt haben von den Aktienmärkten. Also irgendwie spielen diese verschiedenen Märkte ganz verschiedene Spiele, Preisen und B-Preisen, ganz verschiedene Szenarien offenkundig. Hier sehen wir das nochmal, wir sind jetzt auf dem höchsten Stand seit
September letzten Jahres und das, weil man immer mehr die Zinssenkungserwartung nach hinten verschiebt. Inzwischen geht man davon aus, dass Juni und Juli nicht wirklich ganz sicher sind, sondern vielleicht erst der September dann erstmals als Zinssenkungstermin in Frage kommt. Aber September ist schon sehr nah an der US-Wahl. Das wird knapp. Aber Auftritte dann JP Morgan und hier unter Bezugnahme eben auf die gestrigen ISM-Daten, die ja ziemlich heiß waren. Also erstmals seit 16 Monaten sehen wir wieder Wachstum im Bereich Gewerbe in den USA, aber vor allem die Preiskomponente massiv gestiegen, deutlich gestiegen, so stark wie seit einem Jahr nicht mehr. Und jetzt sagte JP Morgan, ja, gute, 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 die Aktienmärkte, die können das ja verkraften, wenn jetzt die Zinsen gar nicht sinken, weil ja, die Wirtschaft so stark ist, gell? Und wenn die Wirtschaft stark ist, dann sind auch die Unternehmensergebnisse stark, aber wenn wir Pech haben, ist das so ein bisschen ein stagflationäres Szenario. Das heißt, dass die Wirtschaft gar nicht so bombig läuft, aber die Preise dennoch hoch sind. Etwa weil Energie sich verteuert, etwa weil die Rohstoffpreise sich verteuern wieder. Und weil eben diese Inflation aus dem Dienstleistungssektor nicht rausgeht und jetzt eben durch die Energiepreise, durch die Rohstoffpreise, die Inflation wieder reinkommt in den Gütersektor, der vorher ja eher deflationär gewirkt hat. Mal sehen, ob JP Morgan mit dieser These recht hat. Heute hatten wir die Jolts, die angebotenen Stellen waren ziemlich genau wie erwartet, Vormonat nach unten revidiert, typisch Biden-Regierung. Das gleiche gilt übrigens auch für die Auftragseingänge, die wir hier gesehen haben, Fabrikaufträge in den USA, auch hier wieder die Vormonatsdaten nach unten revidiert. Also es gibt so eine ziemlich klare Handschrift der beiden Regierungen. Du machst die Inflationsdaten oder veröffentlichst Inflationsdaten, die du dann wieder nach oben revidierst im nächsten Monat, aber dann interessiert es keinen mehr. Und bei Arbeitsmarktdaten, da kommen ja die großen US-Arbeitsmarktdaten, da gibst du eine höhere Zahl an, die du dann später nach unten revidierst. Also immer die Lage so ein bisschen schöner versuchst darzustellen, als sie dann wohl faktisch ist. However, die Märkte haben sich komplett entkoppelt von, oder die Aktienmärkte haben sich komplett entkoppelt von den Renditen. Auch das ist sehr lange, eigentlich bis Januar parallel gelaufen. Steigende Renditen hieß fallende Aktienmärkte und andersrum. Vielleicht muss diese Lücke einfach ein bisschen kleiner werden, vielleicht sich sogar schließen, aber gucken wir uns mal an, was hier die großen Banken erwarten. Da gibt es nur eine einzige, das ist Mitsuo, die sagt, wir sehen gar keine Zinssenkung in 2024 durch die Fed. Ansonsten sehen wir mindestens 3 Zinssenkungen, also 75 Basispunkte. Manche erwarten 400, also 100 Basispunkte, manche sogar 525 Basispunkte. Und das ist schon runtergekommen, diese Erwartungen eben vom Januar. Wir sehen also, dass das irgendwie noch nicht mental angekommen ist, so richtig bei den Banken, bei den Analysten, dass möglicherweise die Zinsen weniger sinken. Und diese Hoffnung, dass die Zinsen sinken, die hat zu einer euphorischen Stimmung an den Märkten geführt. Hier sehen wir mal das von Goldman Sachs erhobene Twitter-Sentiment, also die scannen Twitter-Accounts und gucken dann, wie ist die Stimmung bullisch, bärisch. Wir sind jetzt so bullisch unterwegs auf Twitter wie seit Anfang 2022 nicht mehr. Gleichzeitig sehen wir, dass unfassbar viel Geld wieder in ETFs geflossen ist oder in Mutual Funds. Also das sind, wie soll man sagen, ganz normale Fonds nennen. Also keine ETFs, sondern eben Fonds. Größter Zufluss jetzt. Biggest Monthly Inflow in 2 Jahren jetzt im März, ist also wieder sehr, sehr viel Geld an die Märkte geflossen. Was soll schief gehen? Gleichzeitig sehen wir, dass die Haushalte in den USA eine so starke Allokation in Aktien haben, also ein Exposure, ein Investment in Aktien mit 48%. Wie zuletzt auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase, wo soll schon schief gehen, meine Damen und Herren, beste alter Welt, denn Goldilocks, weiche Landung der Wirtschaft, hervorragende Unternehmensergebnisse, gleichzeitig deutlich fallende Inflation bei deutlich fallenden Zinsen, Geld, dass das vielleicht alles nicht so ganz zusammenpasst, das steht auf einem anderen Blatt, denn es wird den privaten Investoren in den USA gesagt, seitens der Wall Street Banken, naja, ihr müsst jetzt all in gehen in Equities, und das, obwohl die ja schon all in sind, wird gesagt, ihr müsst noch mehr hier in eure Cashbestände reduzieren und investieren, denn Gewinne, 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 meine Damen und Herren, niemand braucht Rängeln, jeder hat garantierte Gewinne, das ist ja so ein bisschen die implizite These an den Märkten, aber wir sehen jetzt, es wird charttechnisch interessant, der S&P 500
droht, aus diesem Aufwärtstrend auszubrechen, nach unten auszubrechen. Da waren wir schon öfter an diesem Punkt. Und jedes Mal kam dann wie durch ein Wunder eine Drehung rein, eine Meldung rein, eine KI-Euphorie rein. Mal sehen, ob es diesmal auch gelingt, wieder ein Karnickel aus dem Hut zu zaubern. Und wir sehen, es herrscht geradezu Panik an den Märkten. Fear and Greed Index jetzt nur noch bei 59, also moderate Gier. Das ist eigentlich so mit das Geringste in diesem Jahr. Da sind wir ja durchgehend seit Anfang Januar im Greed-Zustand, also im Gier-Zustand. All das vor den anstehenden Steuerzahlungen der Amerikaner, die am 15. April ja ihre Steuern bezahlen müssen. Und wenn wir jetzt mal zu einzelnen Werten kommen, zum Beispiel Tesla, in Insiderkreisen auch noch Tesla genannt. Da hat man heute Zahlen vorgelegt, nämlich die Deliveries, also das, was man an Autos verkauft hat. Und das war ziemlich mäßig, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. 386.000 statt 449.000 ausgelieferte Fahrzeuge erwartet. Wirklich miserabel, aber das Paradoxe ist, dass Tesla jetzt wieder der Nummer 1 Elektroautobauer ist, weil BYD, die Chinesen, noch stärker eingebrochen sind. Wir sehen also, sobald ein hochsubventionierter Markt weniger subventioniert wird, dann wird es mit der Nachfrage ein bisschen schwächer. Das gilt auch für Tesla. Und hier nochmal, wenn wir die Brücke nach Europa schlagen oder insgesamt mal so eine Bloomberg-Headline uns anschauen. European stocks slide as Fed seen delaying rate cuts further. Also die Aktien fallen, weil man befürchtet, dass die Fed die Zinssenkung weiter nach hinten verschiebt. Heute hatte jemand kommentiert auf Finanzmarktmeld, mittlerweile hat in den USA die KI-Fantasie und die gute Konjunktur doch die Zinsfantasie ersetzt. Die Zinsen werden weiter sinken. Wann genau spielt doch keine Rolle mehr, und damit bin ich jetzt gemeint, ihre einseitige Forcierung auf die Zinssätze führt seit Wochen in die Irre. Naja, manchmal ist es eben so, es spielt keine Rolle, bis es dann eine Rolle spielt. Historisch ist es aber so, dass Zinsen immer eine entscheidende Rolle spielen, weil es ist, es geht um den Preis des Geldes, und wenn Geld teuer ist, wenn Liquidität teuer ist, dann steht sie tendenziell weniger zur Verfügung, was negativ für die Aktienmärkte ist. Wenn Liquidität billig ist, nichts kostet, das haben wir in Corona gesehen, Wirtschaft komplett runtergefahren, aber Aktienmärkte steigen, weil durch Zinssenkungen etc. Liquidität nichts gekostet hat. Also das ist sozusagen die Logik, und diesmal ist alles anders. Der Jerome muss sich zwischen Inflationsbekämpfung und einer Funding Crisis, also einer Liquiditätskrise, gerade bei den Regionalbanken vielleicht entscheiden. Aber auch die Magnificent Seven, die zeigen so ein bisschen Schwäche, die haben sich schlechter entwickelt jetzt im März als der Gesamtmarkt. Das ist insofern erstaunlich, als wir ja immer wieder diese Ausreißer haben. So was im Februar, Magnificent Seven Time, vor allem durch Nvidia, aber jetzt im März nicht. Es gab auch vorher mal Monate, wo das so ein bisschen underperformed hat. Und wichtig aus meiner Sicht, sehr, sehr wichtig ist das, was die sogenannten High-Yield-Credit-Spreads machen. Also das sind die Risikoprämien, die man bekommt, wenn man zum Beispiel hochriskante Unternehmensanleihen kauft. Also Unternehmensanleihen von bonitätsschwachen Unternehmen, die vielleicht gar kein Geld verdienen, Anleihen ausgeben. Also Schulden machen, die dann irgendwer kaufen muss. Und wir sehen, die laufen relativ parallel zum VIX, also zum Volatilitätsbarometer, zum Angstbarometer in den USA. Und keiner scheint irgendwas zu fürchten. Und das, obwohl die Kreditausfallraten deutlich gestiegen sind, gerade von solchen Unternehmen, die eben hier solche Unternehmensanleihen begeben. Also irgendwie passt das alles nicht zusammen. Da ist eine Complacency, da ist eine Bullishness da draußen, die überhaupt kein Risiko zu erkennen scheint. Das sehen wir dann auch im Skew. Das sind die Preise für Optionen, die weit außerhalb des Geldes sind, etwa für Puts, die weit außerhalb des Geldes sind, also implizieren, dass die Aktienmärkte stark fallen. Die kriegt man derzeit nachgeschmissen, weil keiner Interesse daran hat, weil keiner sagt, ich muss mich absichern. Das ist wieder mal relativ typisch. Wenn wir nochmal zum aktuellen Marktgeschehen kommen, die sogenannte Put Wall, also da, wo viel Interesse ist, liegt beim S&P 500 jetzt bei 5.150 Punkten. Hier sehen wir, da könnte es interessant werden, da wird gekämpft, wenn wir da hinkommen sollten, das nun mal am Rande. Und insgesamt, hier sehen wir, die Zinszahlungen dürften wohl 1,6 Billionen betragen, geht immer weiter nach oben.
was der amerikanische Staat, der sich ja massiv verschuldet, was der bezahlen muss, diese steigenden Aktienmärkte, die steigende Verschuldung durch Stimulus, durch das Geld, das sozusagen durch den Kamin hauen, das hängt irgendwie miteinander zusammen, aber irgendwann kommt die Rechnung, there is no free lunch. Ich kann ja wunderbar essen gehen, aber darf mich dann nicht wundern, wenn irgendwann der Kellner kommt und sagt, jetzt ist aber Zeit zu zahlen und zu gehen. Aber das ist ein Termin, den man natürlich versuchte, immer weiter auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Die Schuldenexplosion, und das ist gleich meine erste Empfehlung, meine Damen und Herren, Gefahr im Verzug für die USA. Da wird das ganze Dilemma nochmal aufgerollt, was da eigentlich los ist, welche Konsequenzen das haben wird, wie stark das kommende Generationen in den USA belasten wird, und irgendwann ist Party over, da kannst du nicht einfach immer weiter Schulden machen. Oben sehen Sie die Social Media Button, wenn Ihnen dieser Artikel gefällt, weil Sie sagen, sehr gutes Know-how, dann würde ich Sie bitten, einen dieser Knöpfe zu drücken, das Ganze weiter zu verbreiten auf Social Media, ob Gesichtsbuch, ob Twitter, X, LinkedIn, wie es alles heißt, meine Damen und Herren, das ist die erste Empfehlung, die zweite und letzte Empfehlung. Wir hatten heute Inflationsdaten aus Deutschland, wie erwartet, reingekommen, aber wir sehen, in Deutschland fällt die Inflation noch, möchte ich sagen. Wir werden jetzt im April dann sehen, dass die Mehrwertsteuer auf Gas angehoben wird. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen der Tiefpunkt der deutschen Inflation. However, das dürfte den dovischen Mitgliedern innerhalb der EZB Auftrieb geben, die sagen, Mensch, wir müssen jetzt die Zinsen senken, und die haben sehr viel mehr Gründe und bessere Gründe als die Tauben in den USA, denn die Wirtschaft in Europa ist ja besonders schwach. Das gilt ganz besonders dann nochmal für Deutschland. Auch dieser Artikel, wenn Sie sagen, lesenswert, dann bitte teilen. Also diese beiden Artikel, ich sage jetzt Servus, ciao.